Herzlich willkommen bei einem neuen DeckTech. Mein Name ist Frederik und ich bin wieder mal herzlich eingeladen worden, ein DeckTech zu machen. Und vor kurzem habe ich für den Marc einen DeckTech zum bis Montagmittag 17 Uhr gern gespielten Dreadhorde Arcanist Monastery Mentor Deck gemacht. Mit dem Ergebnis, dass der liebe Dreadhorde und das darin auch gespielte Astrolab ja jetzt gebannt sind. Und damit dieses Deck leider nicht mehr spielbar ist im Legacy. Ja, jetzt bin ich hier, um euch zu zeigen, was ich stattdessen spiele. Und ich bin im Endeffekt zurückgegangen zu meiner alten Liebe Miracles in Kombination mit der Karte Monastery Mentor. Und zwar spiele ich eine Mentor Miracles Shell, die im Endeffekt sowohl einen relativ schnellen Mentor mit Token als auch einen Control Gameplan à la Miracles spielen lässt und somit in einem Unknown Meta, und da werden wir uns ja, glaube ich, die nächsten Wochen auch noch so ein bisschen befinden, was Legacy angeht, eine ganz gute Idee ist, um eben auch gegen das ein oder andere langsamere Deck schnell gewinnen zu können. Ich denke da auch insbesondere an so Dinge wie Post oder ähnliches, die eben ansonsten für Miracles per se ein sehr schwieriges Matchup sind. Und wir starten an der Stelle mal mit dem Deck. Wie immer fangen wir mal mit der Landbase an. Da haben wir zwei Duels, ein Volcanic Island, eine Tundra. Daran kann man schon sehr schön erkennen, dass dieses Deck mit Sicherheit Jeskai-Farben ist. Damit spoilern wir nichts. Das Ganze wird, was die beiden Duels angeht, komplementiert von Basics. Und zwar haben wir 7 Inseln. Und jetzt möchte ich an der Stelle ganz kurz erwähnen, wie wichtig es ist, dass man jetzt nicht mehr Snow-Covered Islands spielt. Muss. Man kann jetzt wieder schöne Insel spielen und nicht diese Einheitsgrütze. Dazu kommen zwei Ebenen. Ein Mystic Sanctuary, das ich im Moment in der Liste teste. Da wird sich noch zeigen müssen, wie gut es funktioniert. An sich Mystic Sanctuary keine gute Karte, wenn es um einen Turbo-Mentor geht. Eher eine Karte in einem kontrolllastigen Deck. Glaube aber, dass 1 hier supported werden kann. 2 wäre definitiv zu viel, so viel können wir festhalten. Und dazu spielen wir 9 Fetchländer, eine Vista, 4 Scalding Tarns und 4 Flooded Strand, womit wir dann auf alle Farben kommen, die unser Deck so braucht. Und haben dann 19 Länder insgesamt. Ich denke, das ist in Ordnung. Wir haben auch genug Cantrips, um die zu finden. Ansonsten, viele Listen spielen 20, da sehen wir hier jetzt mal von ab. Ja, dann schauen wir uns mal den Kern des Decks an. Also wie schon gesagt, das Deck heißt Mentor im Namen. Insofern spielen wir auch den Mentor, und zwar 3 Stück davon. Das Schöne ist, also wenn man es schafft, mit dem Mentor wieder zu enttappen, dann ist das eine sehr, sehr gute Situation, denn die Karte ist eine 2-2 mit Provess, und jedes Mal, wenn eben ein Non-Creature-Spell gecastet wird, gibt es auch noch einen 1-1 Monk mit Provess dazu. Das kann sehr schnell sehr, sehr stark eskalieren und ist eine sehr gute Win-Condition in einem Deck mit vielen Cantrips und in einem Deck mit vielen Non-Creature-Spells. Viele Non-Creature-Spells spielt uns, bringt uns dazu, dass wir noch genau 3 andere Kreaturen spielen, und zwar 3 Snapcaster mehr, die jetzt eben wieder gespielt werden, wo der Dreadhorde Arcanist weg ist, spielt man den hier wieder. Lange Zeit ein Staple gewesen. Ja, 6 Kreaturen, der Rest sind Non-Creature Spells. Wir schauen uns zuerst mal die Removal an, die wir im Deck Mainboard spielen. Ich denke, es überrascht keinen, wenn wir 4 Swords to Plowshares spielen, und zu diesem Point Removal spielen wir 2 Terminus, oder Termini wäre die korrekte Mehrzahl an der Stelle, und ein Supreme Verdict. Da davon auszugehen ist, dass doch relativ viele Delver versuchen, irgendwie Spiele zu gewinnen. Hier also der Split, um nicht 3-mal Terminus zu spielen, und das hat sich jetzt in den ersten 48 Stunden als relativ gut rausgestellt. Wir werden sehen, wohin das führt und ob das richtig ist, aber im Endeffekt, also 4 ist zu viel und ein Supreme Verdict ist jetzt immer sehr gut dabei gewesen. So ein blaues Control Deck im Legacy, eine Karte ist dort ein Auto-Include. Wir reden hier von 4 Force of Will. Und dann auch schon fast ein Auto-Include, dem automatischen Addieren von 2 Force of Negation, was also zu 6 Force-Effekten führt, die wir hier spielen. Besonderheit ist, ansonsten spielen wir hier in der Liste aktuell kein Spell Pierce, kein Counterspell, nichts in diese Richtung. Das wird sich zeigen müssen, ob das richtig ist, ob das falsch ist. Ich finde es eigentlich im Moment so ganz gut. Wir schauen weiter, was die Non-Creature Permanence angeht, gucken erstmal auf die Planeswalker. Da haben wir hier 2 Jace the Mind Sculptor. Auch zu der Karte brauche ich im Endeffekt nicht mehr viel erzählen. Die ist allgemein bekannt. Lange Zeit sehr, sehr viel nicht gespielt worden. Jetzt ist sie wieder gut. Das Ganze unterstützt von 2 Teferi Time Reveler, die die gegnerischen
Züge und vor allen Dingen das gegnerische Instant Play sehr, sehr schön behindern. Ja, tolle Karte, die im Endeffekt ja auch in allen weißen Decks im Legacy, in weiß-blauen Decks Einzug gehalten hat und automatisch dort zu finden ist. Wir spielen noch ein paar weitere für den Gegner problematische Permanents. Wir fangen mal an mit zwei Back to Basics. An sich eine Sideboard-Karte. Jetzt in den ersten Tagen, Stunden hat sich aber gezeigt, dass man im Moment relativ viele Spiele Game 1 gewinnen kann, wenn die Karte Mainboard gespielt wird. Weil eben ganz viele Gegner noch nicht wieder damit rechnen. Insofern haben wir die jetzt hier mal ins Mainboard verfrachtet. Da wird die Zeit zeigen müssen, wenn die Gegner achtsamer spielen, wenn die Gegner wieder anfangen, von vornherein auch ein bisschen sorgfältiger mit ihrer Mana-Base umzugehen, ob wir die Karte dann nicht wieder ins Sideboard befördern sollten, aber aktuell sehr gute Mainboard-Karte. Dafür ist unter anderem das Council's Judgment ins Sideboard gewandert, für diejenigen, die sich fragen, was cuttet man dran jetzt. Dazu kommen, weil ich ein Fan von der Karte bin, zwei Counterbalance. Ich finde sie super. Nicht mal unbedingt, ob sie gegnerische Spells countert, die entscheidende Frage, sondern hier wirklich das Thema, dass der Gegner sein Spiel ändern muss, sein Gameplay ändern muss. Und das tut er. Das tut er immer. Und automatisch. Und eine schöne Sache ist, selbst wenn wir gegen ein schwarz-grünes Deck spielen mit Abrupt Decay und Turn 2 geht das Abrupt Decay auf die Counterbalance, dann haben wir Turn 3 den Mentor, der davon nicht getroffen wird. Insofern, auch da können wir mit der Karte nur profitieren. Wenn Counterbalance da ist, dann ist eine Karte nicht weit. Und zwar spielen wir noch zwei Predicts, mit denen man sehr schön ein bisschen Kartenvorteil generieren kann. Das ist ja etwas, das jetzt, wo Uro weniger gespielt wird, wo kein Oko mehr da ist, wo kein Greathorn mehr da ist, etwas ist, wo man wieder verarbeiten muss und das nicht mehr von dem Fire Design geschenkt wird im Endeffekt. Insofern sehr, sehr schön. Und dann schauen wir noch auf die Cantrips. Wir spielen 4 Mishra's Bubble. Die harmonieren ganz wunderbar mit dem Predict und die harmonieren noch viel besser mit dem Mentor, weil wir somit im Endeffekt Turn 3 vom Mentor einen gratis Trigger bekommen, wenn wir die Bubble spielen. Im Übrigen auch eine sehr gute Karte mit Terminus, weil wenn wir den Terminus aufsetzen, können wir damit mit dem Knacken der Bubble im eigenen Zug in der gegnerischen Upkeep einen Terminus casten. Im Endeffekt kann man fast sagen, das, was man vorher unter anderem mit der Karte Portent schaffen konnte, nur eben für 0 Mana, ohne das Sortieren, aber trotzdem eine sehr vorteilhafte Interaktion mit dem Mentor. Das Ganze unterstützt von den klassischen 8. Wir haben 4 Brainstorm und 4 Ponder, die wir dabei spielen. Blaues Deck, Brainstorm, Ponder, Standard, brauche ich nichts zu erklären. Das war's im Endeffekt schon. Da sind wir mit dem Main Deck soweit schon durch. Können wir hier alles wunderschön zusammenholen. Wie man sieht, eine Liste, die durchaus sehr kontrollfähig ist. Eine Liste, die aber auch eben fähig ist, sehr, sehr schnell das Board mit dem Mentor zu flooden. Und damit eben auch ein proaktives Spiel zu spielen. Und ich glaube, da liegt eben auch der Reiz dieses Deckes aktuell, dass wir eben nicht daran gebunden sind, irgendwie als Win-Condition lange warten zu müssen. Das Spiel zieht sich, sondern wir können auch relativ zügig das Spiel beenden. Das ist etwas, das ich im Moment sehr von Vorteil finde. Die Zeit wird zeigen, ob das der Weg sein wird für die blau-weißen Decks. Vielleicht werden auch die Standstill Shark Naido-Listen überragen. Vielleicht wird es aber auch so sein, dass die klassische Entreat the Angels Hardcore-Control-Liste dann doch die meistgespielte ist. Wir werden es sehen. Ja, schauen wir mal aufs Sideboard. Da haben wir noch so ein paar Slots, bei denen ich mir nicht ganz so sicher bin. Ein paar sind aber eben vorgegeben und das wollen wir uns mal angucken. Wenn wir mit einem Road Splash spielen, dann darf eins nicht fehlen und zwar spielen wir 3 sogenannte Blast-Effekte. Wir spielen einen Red Elemental Blast und 2 Pyro Blasts. Vielleicht da kurz erklärt, warum dieser Split. Das hat was mit der Surgical Extraction zu tun. Wir wollen also unbedingt in den Control Mirrors vermeiden, dass der Gegner es schafft, uns alle 3 Blast-Effekte zu surgicalen und das schaffen wir eben mit dem Split, damit er dann definitiv nicht alle bekommt. Man sollte an der Stelle auch noch erwähnen, dass wenn ein Deck diesen Split nicht spielt, dann ein Mentor-Deck, weil das damit zu tun hat, dass wir mit dem Pyroblast definitiv einen Mentor-Trigger bekommen, weil wir können damit auch Permanents targeten, die nicht blau sind. Das geht mit dem Red Elemental Blast nicht. Da muss das Ziel blau sein. Von daher, also wie gesagt, der Pyroblast kann auch ein gratis Trigger sein, ohne blaue Permanents am Feld. Das so im Hinterkopf behalten, eine schöne Interaktion. Wir spielen einen Basic Mountain im Sideboard. Das ist, damit wir die Karte, die Blast-Effekte im Endeffekt auch gegen Delver-Decks reinholen können. Allerdings ist einfach Mainboard der Basic Mountain leider nicht gut, geschweige, sagen wir lieber, der ist schlecht. Den packen wir ins Sideboard, da ist er besser aufgehoben. Wir können ihn dann reinnehmen, wenn wir ihn brauchen.
So benötigen wir ihn nicht. So, wir schauen mal weiter. Graveyard, Hate, haben wir die Surgical Extraction auch, die wir spielen, zwei Stück. Dazu kommt aktuell ein Containment Priest, weil der auch sehr, sehr gut ist gegen Show and Tell. Man kann auch noch ein Rest in Peace spielen. Hier wird sich zeigen, was der richtige Weg ist. Ich habe es jetzt mal rausgelassen. Spiele mit einer etwas anderen Konfiguration sollten doch überraschenderweise wieder ganz, ganz viele Graveyard-basierte Decks auftauchen. Dann wird mit Sicherheit ein Rest in Peace oder sogar zwei Rest in Peace im Deck richtig sein. Artifact Enchantment Hate spielen wir zwei Word hier. Mit dem Vorteil, dass diese Fusion Card eben sehr, sehr gut ist, unter anderem gegen das Mono-Red Prison Deck, wo wir von ausgehen können, dass die wieder viel gespielt wird. Es macht auch Sinn, zwei Karten gegen die Chalice of the Void im Deck zu haben, denn die Karte wird jetzt nach dem Okoban definitiv wieder viel, viel mehr gespielt. Da besteht eigentlich gar kein Zweifel dran. Dazu spielen wir eine Stony Silence gegen alles, was artefaktbasiert ist. Wir spielen eine ohrenbetäubende Stille gegen die Storm-Decks. Der Vorteil hier im Vergleich zum Aethersworn-Kanonisten, der bis jetzt da immer gespielt wurde, ist, wir können trotzdem einen Snapcaster casten und dann auch den entsprechenden Spell noch, den er targetet. Das ging ja bisher nicht. Das ist insofern sehr, sehr gut, dass wir hier draufstehen haben, nicht Kreaturen-Zauberspruch pro Zug. Dann spielen wir einen Meddling Mage. Ich habe im Arcanist Mentor Deck in dem Slot einen Turbo Orb gespielt. Da wir aber selber hier drei Snapcaster spielen, macht es eben Sinn, einen Meddling Mage zu nehmen, mit dem wir unter anderem Doomsday ansagen können, mit dem wir aber auch Win Conditions von Storm Decks ansagen können oder eben aber auch Show and Tell gegen Show and Tell. Definitiv nicht zu unterschätzen, die Karte, aber auch nicht zu überschätzen. Das sollte man an der Stelle auch dazu sagen, denn sie ist nun mal einfach Pyroblastable, sie ist einfach Bounceable und damit kann sie auch ganz schnell das Feld wieder verlassen. Man sollte sich also nicht darauf verlassen, die Karte gecastet zu haben und dann ist das Spiel gewonnen. Das ist ein oft gesehenes Problem oder Überschätzen dieser Hate-Effekte. Wir spielen noch eine Engineered Explosives mit dem Vorteil, dass wir ein gutes Removal unter anderem gegen Death in Texas haben. Wir haben ein sehr gutes Removal, aber auch gegen Chalice Decks, wo wir eben auch 0 oder auf 2 eben auch relativ viele Permanents abräumen können. Also ich finde die Karte sehr, sehr gut. Habe bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht. Wäre aber mit Sicherheit eventuell einer der Slots, in dem man dann cutten könnte, wenn man mehr Rest in Peace braucht. Aber ich glaube, aktuell mit viel Chalice, die erwartet wird, dürfte die Karte ziemlich gut sein. Dazu kommt ein Council's Judgment auch nochmal als Catch-All-Answer. Auch hier kann man drüber debattieren, ob wir nicht durch die Pyroblasts gegen Jace und mit den Mainboard-Removalen gegen die True Name Nemesis genug haben. Aber auch Council's Judgment eine sehr, sehr gern gesehene Karte. Hier wird sich auch zeigen müssen, wie viel eben Schwarz für Liliana Planeswalker und Ähnliches gespielt wird, weil da scheint natürlich Council of Judgment sehr. Und als letzte Karte habe ich aktuell noch im Deck einen Court of Grace. Das hat den Vorteil, also wir haben im Endeffekt einmal, dass wir der Monarch werden und wir generieren Kreaturen. Das heißt, wir haben also damit eine Win-Condition. Vorteil ist, wir haben eine Win-Condition, die nicht der Mentor ist und wir haben gleichzeitig eine Win-Condition, die nicht Pyroblastable ist. Hier kann man nämlich auch debattieren, ob der blaue Court nicht eine gute Überlegung ist, aber da sehe ich jetzt gerade irgendwie nicht den Vorteil gegenüber einem Jace, weil auch der Jace stirbt gegen den Pyroblast und somit haben wir mit Court of Grace da eine relativ prove Karte. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, ein Shark-Token in meinem eigenen Endstep ist eben gerade gegen den Monarch eine sehr, sehr böse Karte, auf die man Acht geben muss. Bis jetzt war es so, dass die Icefang-Kotl da eine sehr, sehr starke Karte war. Da wird sich zeigen müssen, wie viel die noch gespielt wird. Da schauen wir ja noch so ein bisschen irgendwie in die Zukunft und wissen nicht so genau, wie viel das sein wird. In jedem Fall der Monarch mit Vorsicht zu genießen. By the way, ein wunderschöner Monarch-Token von tokensformtg.com. Dasselbe gibt es übrigens dann auch, wo wir gerade beim Court of Grace sind, noch für die Spirit und die Angel-Token. Also wie man sehen kann, wunderschöne Tokens. Könnt ihr euch mal angucken, die Webseite. Da kann man Tokens kaufen. Ich hätte ja zu gerne auch Monk-Token von denen, aber die habe ich noch nicht. Irgendwann mal. Ja, das war's im Endeffekt, was das Deck so im Gesamtbild angeht. Wir können noch ein bisschen schauen, wogegen möchte ich damit spielen. Also wie schon gesagt, durch die Mentor-Shell, durch die schnelle Mentor-Shell mit Sicherheit ein Deck, womit wir auch eine Chance haben gegen so Dinge wie ein Cloud-Post-Deck, womit wir aber auch eine Chance haben gegen ein Mono-Red-Prison-Deck, wenn wir entsprechend zumindest am Anfang auf unsere Farben kommen. Das ist immer die alles entscheidende Frage. Ob wir das schaffen, dann ist es mit Sicherheit ein Deck, wo wir gut mithalten können. Wir haben auch gegen Midrange und Control-Decks sehr, sehr gutes Game. Also alles in allem kann man sagen, dass man mit dem Deck gegen alles irgendwie so 50-50 spielt.
und dann kommt es eben viel drauf an, richtige Entscheidungen zu treffen und die richtige Hälfte vom Deck zu ziehen. Aber das ist ja immer in Magic so. Eine andere Möglichkeit, ein ähnliches UW-Deck zu spielen, wäre meiner Einschätzung nach eben die sogenannten Stoneblade-Decks mit True Name Nemesis, mit Stoneforge Mythic. Hier wird sich zeigen müssen, welche Liste schneller ist, welche Liste besser ist, welche Konfiguration Deck besser ist. Ich habe in den letzten 2,5, 3 Jahren gute Erfahrungen mit dem Mentor gemacht. Von daher werde ich erstmal dabei wieder bleiben und dann mal schauen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und schönen, was auch immer, Tag für heute Abend.